So, hallo und herzlich willkommen. Wir warten noch ganz kurz, bis sich alle Audiogeräte verbinden können von allen Teilnehmern. Okay. Das sieht gut aus. Dann freue ich mich, Sie herzlich begrüßen zu dürfen zum fünften RZB Energy Webinar. Heute zum Thema Ladesäulen im Rampenlicht, Einsatzgebiete und ihre Spezifikationen. Mein Name ist Sarah Kahl, ich bin Projektmanagerin bei RZB und ich darf Sie auch heute wieder größtenteils durch das Webinar moderieren. Ich habe heute auch zwei ganz spannende Gäste mit dabei, die sich gleich noch vorstellen dürfen. Einen sieht man schon rechts von mir. No. Aber ich starte einfach erstmal die Präsentation. So, perfekt. Genau. Ganz kurz möchten wir damit starten, wer ist überhaupt RZB, wer uns vielleicht noch nicht so gut kennt. RZB ist ein Leuchtenhersteller mit über 80-jähriger Erfahrung im Markt. Wir haben zwei Standorte in Deutschland. Das ist einmal der Hauptsitz in Bamberg und noch ein zweiter Unternehmenssitz in Sondershausen, das ist in Thüringen. Wir haben ein 360-Grad-Portfolio aus Innenbeleuchtung, Außenbeleuchtung und noch ganz viele anderen Segmenten, worauf ich jetzt gar nicht im Detail eingehen möchte. Denn die Frage, die jetzt vielleicht aufkommt, ist eine berechtigte: Wie kommt denn ein Unternehmen, das im Leuchtensegment zu Hause ist, jetzt auf die Idee, plötzlich Ladelösungen herzustellen? Und an der Stelle möchte ich auch eigentlich ganz frech nur auf unser Interview auf unserem YouTube-Kanal verweisen. Da erfahren Sie was zur Geschichte von RZB Energy mit unserem Produktmanager. Der erzählt da, wo wir herkommen, wo es vielleicht noch hingehen kann. Im Kern ist die Message: Hey, wir waren eh schon mit unseren Ladelösungen auf den Parkplätzen bei den Kunden vertreten. Dann ist es doch elegant gelöst, wenn wir unseren Kunden den Mehrwert bieten können mit 2-in-1-Lösungen. Also haben wir in die bestehenden Poller und Stelen einfach noch Ladetechnologie integriert. Das ganz kurz zur Geschichte. Und damit bin ich bei meinem ersten Gast, Andreas, denn du hast ja eine Hallo. tragende Rolle bei RZB Energy. Stell dich doch bitte einmal kurz vor. Ja, mein Name ist Andreas Matthies. Ich arbeite seit 18 Jahren bei RZB, aber seit einem Jahr als Key Account Manager für RZB Energy für Ladelösungen für E-Mobilität. Okay, das heißt, der ein oder andere hat dich vielleicht schon mal irgendwo auf einer Messe gesehen oder auf Das ist einer gut anderen möglich. Veranstaltung. Vorher im Bereich der Sicherheitsbeleuchtung. Okay, also schon lange dabei. Du kennst Ja. RZB gut. Super. Dann darf ich übergeben zu meinem zweiten Gast, der sich in aller Kürze einmal vorstellen wird, um den Spannungsbogen aufrechtzuerhalten. Ja, schönen guten Tag auch an alle. Mein Name ist Hermann Graser vom Bamberger Natursteinwerk. Wir sind sozusagen der Kooperationspartner von RZB für die Ladelösung in Naturstein und das Weitere dazu dann später im Verlauf der Veranstaltung. Genau, dann dürfen wir gespannt bleiben. So, was haben wir uns denn heute grob an Themen mitgebracht? Wir schauen uns zunächst mal an, wie kann man denn Einsatzgebiete von Ladesäulen überhaupt thematisch einordnen. Das ist dann quasi so ein bisschen der rote Faden, der sich heute durchs Webinar ziehen wird. Dann schauen wir uns die Einsatzgebiete im Detail an und schauen quasi, welche physischen Eigenschaften von dem Standort bedingen denn dann welche technischen Eigenschaften, die Ladelösung mitbringen muss. Und dann schauen wir uns an, wie denn Naturstein da als besonderes Material nochmal eine ganz andere Lösung und anbieten kann oder bringt in dem Segment. Okay, ganz kurz, bevor wir ins erste Thema einspringen, an unsere Zuhörenden heute: Sie können jederzeit gern Fragen in den Chat stellen. Wir werden die aber erst am Ende anschauen und beantworten, damit wir hier nicht irgendwie hin und her springen. Aber wie gesagt, sobald Ihnen irgendwie eine Frage kommt, schreiben Sie die gerne schon in den Chat, dann geht die nicht in Verlorenheit. Damit schauen wir uns zunächst mal an, wie man Einsatzgebiete von Ladesäulen überhaupt einordnen kann. Und wenn wir über Einsatzgebiete von Ladesäulen sprechen, sprechen wir ja ganz übergeordnet oder ganz übergeordnetes Thema über das Thema Parken und Parkplätze. Und Parken ist so ein Thema, das spaltet mitunter die Gemüter, ne? Der eine meint, da passt mein Auto noch rein, gar kein Problem. Der nächste sagt vielleicht,
Okay, ich mache mein Auto mal eben zu einem Offroad geeigneten Fahrzeug und der Neigungswinkel, das passt schon noch. Und manchmal, da kann man noch so gut parken, und findet trotzdem sein Auto am nächsten Morgen nicht wieder, weil Mutter Natur einem dann einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Worauf will ich hinaus? Einerseits habe ich hoffentlich dem einen oder der anderen jetzt ein Schmunzeln auf die Lippen gezaubert. Zum anderen habe ich ihnen aber eigentlich schon unterbewusst ja, die verschiedensten Möglichkeiten gezeigt, mit denen Ladelösungen konfrontiert werden können, beziehungsweise Standorte, an denen Ladelösungen installiert werden können. Also vielleicht im Laufe des Vortrags erinnern Sie sich an das ein oder andere Foto zurück und dann wird auch ganz klar, warum ich mit so einem kleinen Scherz hier angefangen habe. Andreas, schauen wir uns jetzt aber mal, Spaß beiseite, an, was für ein Schema wir uns überlegt haben. Genau, wie kann man Einsatzgebiete ordnen? Ja, beim Parken, wie wir jetzt auch auf den Bildern gesehen haben, die Parkmöglichkeiten im Indoor-Bereich, zum Beispiel Parkhäuser, Tiefgaragen, private Garagen, auch Kleingaragen, Großgaragen, alles, was überdacht ist, wo das Fahrzeug geschützt ist, eine geschützte Parkmöglichkeit. Und das Outdoor-Parken, das heißt, das Parken unter freiem Himmel, in Carports, in Großparkplätzen, vor Einkaufszentren, im öffentlichen Bereich, in Wohnanlagen, überall, wo das Fahrzeug eben unter freiem Himmel steht, der Witterung ausgesetzt ist und ja, eigentlich keinen Schutz da ist für das Fahrzeug. Genau. Kann man natürlich sich fragen, warum haben wir da Carports mit reingenommen? War einfach eine Entscheidung, die wir treffen mussten. Und heute haben wir es halt in den Outdoor-Bereich mit reingeschoben, weil sicher unter dem Carport hat das die Ladelösung Schutz von oben, aber trotzdem sind die Seiten ja oftmals offen. Okay, und dann haben wir dann noch weitere Faktoren. Was hat es mit denen auf sich? Ja, weitere Faktoren können natürlich sein, praktisch Corporate Identity Richtlinien. Das heißt, wenn jetzt Parken in Firmen, dass es Richtlinien gibt von den Firmen, wie soll die Gegebenheit aussehen, wie sollen die Parkplätze eingerichtet sein, die dann ja auch beinhalten, dass das ganze Äußere oder die Gestaltung der Parkmöglichkeiten dann auch zu den Gebäuden passt. Was auch wieder dazu gehört, dann die Architektur im Stadtbild. Wo bin ich? Bin ich jetzt zum Beispiel in der Wohnanlage? Bin ich in einem Altstadtbereich? Bin ich vielleicht auf einem Dorfplatz, auf dem Marktplatz? Denkmalgeschützt ist hier zum Beispiel ein Faktor oder Altstadtbereiche, die hier beachtet werden müssen oder können. Okay. Ich glaube, gerade zum letzteren Punkt hat dann der Herr Graser ganz viel im Petto. Da bin ich sehr gespannt drauf. Jetzt kann man berechtigterweise noch sagen, hey, es kommt doch auch darauf an, ob die Ladelösung auf privatem Grund steht, zum Beispiel bei einem privaten Person zu Hause oder bei einem Unternehmen oder eben auf öffentlichem Grund und jeder darf darauf zugreifen. Das ist absolut richtig und auch diese Faktoren beeinflussen natürlich wieder, welche technischen Eigenschaften die Ladelösung haben muss. Aber heute fokussieren wir uns quasi auf die harten Faktoren, die der Standort als solcher mitbringt, also die physischen Eigenschaften vom Standort. Und wer sich vielleicht nochmal dann was anhören möchte zu den Bedingungen unter ja, öffentliche Ladelösung oder private Ladelösung oder halböffentlich, dem möchte ich auch an dieser Stelle wieder auf unseren YouTube-Kanal verweisen. Da finden Sie schon unser Webinar 1. Da geht es eben genau darum. Okay. Damit haben wir unsere grobe Struktur für heute, Andreas. Steigen wir doch einmal in das erste Einsatzgebiet im Detail ein. Und zwar ja, den Standort Indoor, Tiefgaragen, Parkhäuser. Erstmal ganz allgemein losgelöst von der Ladelösung. Wie kann man denn eine Tiefgarage oder ein Parkhaus beschreiben? Was für Eigenschaften hat das? Ja, zum einen, wie aufgezählt, wir haben in der Regel mehrere Stockwerke. Es geht in der Regel sehr beengt zu. Ich habe sehr wenig Platz, schmale Parkplätze, meistens, weil natürlich auch hier das Ganze wieder wirtschaftlich sein muss. Ich habe wenig Platz zum Rangieren. Generell ist es alles sehr beengt, niedrige Decken. Ich habe Schutz vor Witterungseinflüssen, meist aber auch nur zum Teil. Kommt hier wieder darauf an, habe ich überirdische Parkhäuser, Großgaragen oder habe ich unterirdische? Sind sie geschlossen oder teilweise offen? Ich habe ein Belüftungskonzept, das heißt, ich muss die Atmosphäre austauschen können. Gerade in Tiefgaragen ist hier die Sache Kohlenmonoxid.
Das heißt, ich muss hier Detektoren haben, ich muss für einen sicheren Luftaustausch sorgen, ich brauche eine Beleuchtung, die dann auch nach Norm ausgeführt werden muss. Das heißt, auch für Großgaragen gibt es Beleuchtungsnormen, die ein Mindestmaß an Beleuchtungsstärke vorsehen. Dann habe ich eine Zugangskontrolle und eine Abrechnung meistens. Das heißt, ich habe eine Beschrankung, ich habe Kassenautomaten. Ich brauche ganz wichtig einen Brandschutz. Das heißt, ich habe ja auch wieder dann Löschanlagen drin, ich habe Warnmelder drin. Dann die Beschilderung zur Verkehrslenkung, darf man auch nicht vergessen. Das heißt, wo komme ich rein ins Parkhaus, wie fahre ich wieder raus? Kennt, glaube ich, jeder. Man schaut sich erstmal um, wenn man wieder ausgeparkt hat, wie komme ich überhaupt wieder raus auf dem Parkhaus? Und dann ist die Frage auch noch Barrierefreiheit. Das heißt, hier auch an die Mitmenschen mit Einschränkungen zu denken, die ja auch ein Parkhaus benutzen können müssen, die vielleicht nicht so mobil sind, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, die auf einen Rollator oder auf Krücken angewiesen sind. Das heißt, auch die müssen Parkhaus benutzen können, ordentlich. Okay. Jetzt, ne, gerade so mit der Beschreibung kann ich mich sehr gut gerade ins Parkhaus versetzen. Und wenn ich das Geschlechterklischee mal spielen darf, gerade so einparken im Parkhaus, das ist echt manchmal eng. Okay. Aber von diesen Eigenschaften, die wir jetzt gerade, wie du gerade beschrieben hast, sind ja nur wenige wirklich ausschlaggebend dann für die Auslegung der Ladelösung. Die haben wir ja einmal eingekreist und die gucken wir uns jetzt nochmal ein bisschen näher im Detail an. Andreas, warum hat denn die Eigenschaft, dass Parkhäuser und Tiefgaragen aus mehreren Stockwerken bestehen oder auch unterirdisch sind, einen Einfluss auf Ladesäulen? Stichwort ist hier Internetanbindung. Das heißt, wenn ich öffentliche Parkhäuser habe oder auch halböffentliche, dann habe ich meistens ein Abrechnungssystem. Das heißt, Ladelösungen müssen die Möglichkeit bieten, hier auch mit dem Backend die Lade den Vorgänger abzurechnen. Das heißt, ich brauche einen Zugang zum Internet. Das wiederum schließt in Parkhäusern meistens die kabellose Verbindung über WLAN aus oder ist sehr kompliziert durchzuführen, ist unsicher. Das heißt, öffentlich Lademöglichkeiten sollten eine sehr, sehr große Verfügbarkeit haben. Das heißt, am besten hier eine kabelgebundene Internetverbindung aufbauen. Dann habe ich natürlich in Parkhäusern sehr begrenzten Platz, hatte ich vorhin schon gesagt. Das heißt, ganz wichtig auch hier die Abmessung der Ladelösung. Wie groß ist meine Ladelösung? Und auch wichtig, wie kann ich sie montieren? Die Ladelösung sollte natürlich dann auf einer Mindesthöhe montiert werden, damit man auch mit der Motorhaube noch drunter fahren kann. Auf der anderen Seite muss ich aber auch hier wieder darauf achten, dass ein eingeschränkter Mensch, der zum Beispiel mit dem Rollstuhl oder der nicht mehr so mobil ist, auch noch rankommt und auch die Ladelösung bedienen kann. Das heißt, da können eventuell eigene Lösungen notwendig werden. Dann kommt Schutz vor Witterungseinflüssen, die ich natürlich in Parkhäusern weniger brauche. Kommt wieder darauf an, es gibt ja teilgeöffnete Parkhäuser, die überirdisch sind. Es gibt aber auch Tiefgaragen, die unterirdisch sind. Und da ist das Thema dann natürlich auch Luftfeuchtigkeit ein ganz, ganz großes. Das heißt, im Winter kennt jeder in einem Parkhaus, wenn dann Riesenpfützen sich ansammeln, weil das Eis von den Autos schmilzt. Ich habe eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit in den Parkhäusern drin. Ich habe Staub in den Parkhäusern natürlich von den Fahrzeugen, die da rumfahren, Bremsstaub, Reifen. Das heißt, auch hier müssen die Lademöglichkeiten entsprechend geschützt sein. Mit einer Schutzart, die IP5, also in der Regel IP54 mindestens sein sollte, um hier auch eine ordentliche Sicherheit zu bieten. Und dann kommt Belüftungskonzept dazu. Das heißt, auch in einem Parkhaus oder in einer Großgarage kannst du natürlich im Sommer auch entweder verhältnismäßig niedrige Temperaturen geben oder auch sehr, sehr hohe Temperaturen. Also auch hier muss die Lademöglichkeit das können. Das heißt, auch im Sommer überirdisches Parkhaus, die Sonne scheint drauf. Auch da können wir Temperaturen haben, die dann an die 40 Grad rangehen. Oder auch im Winter Temperaturen, die gut in den Frostbereich reingehen. Und auch da müssen die Ladesäulen für geeignet sein. Okay, das heißt, das Belüftungskonzept von dem Parkhaus ist mehr darauf ausgelegt, dass Kohlenmonoxid raus transportiert wird und weniger dafür, dass die Temperatur reguliert wird. Ja, okay. Klar. Also klimatisiert werden Parkhäuser nicht. Gerade heute Energie, ganz großes Thema, wird niemand ein Parkhaus heizen oder kühlen. Okay. Das heißt, sehen wir jetzt nochmal eine Zusammenfassung. Unter anderem ist es wichtig, dass die Ladesäule da dann eine Art der Temperaturregulation hat. Mhm. Aber Andreas, fassen wir das nochmal zusammen. Welche Eigenschaften sollte denn jetzt eine Ladelösung für den Einsatzort Tiefgarage oder Parkhaus mitbringen?
um es nochmal zusammenzufassen, natürlich Internetanbindung über Kabel, würde ich auf jeden Fall empfehlen. Dann möglichst platzsparender Produktaufbau, praktisch kleine Abmessungen oder Abmessungen, die sich intelligent in den Aufbau von einem Parkhaus integrieren lassen. Das heißt natürlich dann wieder flexible Möglichkeiten zur Montage, entsprechende Montagevorrichtungen, die man dann auch wieder anpassen kann auf die Gegebenheiten vor Ort. Zum Beispiel, wenn man jetzt überirdische Parkhäuser anschaut, die sind sehr oft aus Stahl gebaut. Da dürfen sie nicht einfach an die Träger ranbohren. Das heißt, die Statik ist hier zu beachten. Wie kann ich überhaupt eine Lademöglichkeit montieren? Also man darf auf keinen Fall jetzt hier die Bohrmaschine auspacken und anfangen, Stahlträger anzubohren. Mhm. Also da wird es Riesenprobleme geben. Na, dann Vorrichtung zum platzsparenden Aufhängen von Ladekabeln. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Kunde wünscht, ich möchte jetzt fest angeschlagene Ladekabel in einem öffentlichen Parkhaus, wovon ich eigentlich eher abraten würde, aber kommt vor, dann braucht man natürlich auch eine Möglichkeit, das hier entsprechend unterzubringen. Dann die Schutzart IP54, wie ich vorhin schon gesagt hatte, und einen Ladekontroller, der natürlich dann entsprechend ein intelligentes Temperaturmanagement zur Verfügung stellt. Und dann, wenn die Temperaturen zu hoch oder zu niedrig werden sollen, dann auch entsprechend eingreifen kann, aber trotzdem noch laden kann. Also wenn man sein Auto laden möchte, sollte man natürlich auch ganz, ganz sicher sein können, dass, wenn ich zurückkomme, da wenigstens zum Teil geladen wurde. Okay, das stimmt. Da muss ich jetzt nochmal einhaken. Du hast gesagt, du würdest empfehlen, in einem öffentlichen Ladeszenario dann von fest angeschlagenen Ladekabeln wegzugehen. Mhm. Warum? Ja, weil der Betreiber in dem Fall verantwortlich ist, dass die Kabel auch in einem technisch guten Zustand sind. Und wenn ich mir vorstelle, in einem fest angeschlagenen Kabel, es wird vielleicht über den Stecker drüber gefahren, die Leitungen werden beschädigt. Das heißt, das müsste man eigentlich jeden Tag nachprüfen. Wer möchte das sicherstellen, dass dort wirklich die Isolierungen in Ordnung sind, dass niemand an Spannung rankommt? Auf ein eigenes Ladekabel wird jeder Anwender, denke ich, maximal aufpassen, dass das in Ordnung ist. Wenn es einem nicht gehört, würde ich das bezweifeln. Also deshalb in einem öffentlichen Parkhaus zumindest immer Steckdose zu empfehlen. Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Okay. Dann lass uns das gleiche Spiel nochmal spielen, und zwar jetzt für Parkflächen im Freien. Wieder erstmal ganz allgemein, welche Eigenschaften hat ja so eine Parkfläche im Freien, ohne schon auf Ladelösung reinzugehen? Naja, klar, keine Überdachung, der Witterung ausgesetzt. Ich habe verschiedene Bodenbeschaffenheiten, das heißt, ich habe fest, also praktisch geteerte Parkplätze, betonierte Parkplätze, kann aber auch nur ein Schotterparkplatz sein oder vielleicht im schlechtesten Fall auch nur eine Wiese. Gibt's alles, haben wir alles schon erlebt. Ich habe auch eine Beleuchtung natürlich, das heißt, wie ist die Beleuchtung auf Freiflächen? Man kennt es, öffentliche Straßen sind meistens recht relativ gut beleuchtet. Bei Parkplätzen wird es dann meistens schon ein bisschen dünner mit der Beleuchtung. Vor allen Dingen, wenn sie dann nicht öffentlich sind. Das heißt, kann auch durchaus mal relativ dunkel sein auf dem Parkplatz. Je nachdem, ist es dann wieder ein privater, ein öffentlicher oder halböffentlicher Parkplatz, habe ich Zugangskontrollen, Sicherheitsanlagen, entweder Kameras oder auch Parkticketautomaten, Bezahlautomaten. Dann ist natürlich auch ein Punkt die Entfernung zu Gebäuden. Heißt, wenn ich einen Parkplatz habe und der ist natürlich vielleicht ein bisschen außerhalb oder nicht direkt, habe ich dort überhaupt Stromleitungen? Komme ich da irgendwie mit Licht oder mit Ladesäulen ran? Dann natürlich ästhetische Aspekte gibt es natürlich. Wenn ich jetzt einen ganz einfachen Parkplatz habe, der außerhalb ist mit Schotter, kommt es vielleicht nicht so drauf an, wie jetzt zum Beispiel die Gestaltung ist von so einem Parkplatz. Aber wenn ich vielleicht im repräsentativen Bereich von der Firma bin, wo Kunden kommen, wo Gäste kommen, möchte ich vielleicht, dass das Ganze auch sehr, sehr ordentlich aussieht. Da kommen wir davon zu dem Thema, was ich vorhin gesagt habe, CI. Also wie ist die Corporate Identity? Wie soll das Ganze aussehen? Gibt es eine Vorgabe vom Betreiber, von der Firma, wie das Ganze optisch dargestellt werden soll? Und dann auch wieder das Thema Barrierefreiheit. Das heißt, Parkplätze auch für Rollstuhlfahrer, für behinderte Menschen. Und wie ist da die Gestaltung oder die Umsetzung? Okay. Auch da, ich kann es mir nicht verkneifen, muss ich wieder das Geschlechterklischee spielen, aber gerade beim Beleuchtungskonzept kann ich es sehr gut nachvollziehen, gerade wenn man irgendwie abends unterwegs ist und dann auf einem dunklen Parkplatz steht, wo so gar keine Beleuchtung ist, ist das als Frau schon nicht ganz so cool. Okay, aber schauen wir uns mal wieder an, welche Eigenschaften
wie du gerade erzählt hast, den direkten Einfluss auf Lademöglichkeiten haben. Und hier sehen wir jetzt, dass wir so zwei ein bisschen anders angekreist haben. Das wird sich auch gleich erschließen, warum. Schauen wir uns aber erstmal die ja, quasi harten Faktoren wieder an, die wir auch richtig angekreist haben. Andreas, welchen Einfluss oder was, wie sollten denn Ladesäulen beschaffen sein, dadurch, dass die Parkplätze keine Überdachung haben? Ja, die Ladesäulen sollten auf jeden Fall eine hohe Schutzart haben. Das heißt, ich bin der Atmosphäre voll zu 100% ausgesetzt. Ich habe Regen, ich habe Schlagregen, ich habe eventuell Hagel, ich habe Starkregen. All das müssen natürlich Ladesäulen aushalten, müssen die entsprechende Schutzart haben, müssen entsprechende Beschichtungen haben. Wenn wir uns anschauen, zum Beispiel im Winter wird Salz gestreut, Schotterparkplätze, das heißt, es wird oder Split, gesplittete Parkplätze. Das heißt, die Beschichtung von der Ladesäule muss entsprechend ausgeführt sein. UV-Beständigung ist natürlich da auch ein ganz Riesenthema. Kunststoffe sind natürlich da sehr anfällig. UV-festen Kunststoff in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt höchstens UV-beständige Kunststoffe, aber über kurz oder lang wird jedes Gerät, das aus Kunststoff ist, natürlich durch die UV-Strahlung zerstört. Okay, also sind wir da ganz gut, sag ich mal, im Bereich langlebige Materialien. Ja. Da wieder direkt schon mal der Querverweis auf Herr Graser, da werden wir auch nochmal aus einem ganz anderen Bereich gleich was Spannendes hören. Okay. So, Parkplätze haben ja sicherlich also zum Teil eine Zugangskontrolle durch eine Schranke. Mhm. Aber das heißt ja nicht, dass sie in dem Sinne videoüberwacht sind, wie das vielleicht in einem Parkhaus ist. Das heißt, Vandalismus spielt da vielleicht auch ein Thema. Vandalismus spielt natürlich ein Riesenthema. Das heißt, eine Ladesäule sollte natürlich so aufgebaut sein, dass sie gewissen Schlagschutz hat. Das ist natürlich die Frage immer der Schlagschutz von dem Gerät, der Anfahrschutz. Wie hoch müssen die Abzugskräfte sein, um so eine Ladesäule oder eine Stele für eine Ladesäule, um die zu beschädigen, praktisch aus der Erde zu ziehen oder anderweitig zu beschädigen. Und natürlich dann auch wieder Schutzart. Also generell brauche ich nochmal eine zusätzliche Überdachung für eine Ladesäule. Sieht man ja oft bei den Wallboxen zum Beispiel, dass die auch eine Stele montiert sind, noch mit einem Blech dahinter und einem kleinen Dach oben drüber, damit sie zum Beispiel eben dann gerade Hagel und Schlagregen auch aushalten. Okay. Und dann hast du ja gerade gesagt, bei dem Faktor Entfernung zu Gebäuden kommt es ja, wie du gesagt hast, darauf an, Stromleitung vorhanden, aber wir haben ja auch wieder das Thema Internetanbindung, oder? Ja gut, bei Entfernung zum Gebäuden, wir sind hier in der Freifläche, das heißt, hier spielt eigentlich die harte Verdrahtung weniger eine Rolle. Also das heißt, ich würde hier dann empfehlen, wenn das Gebäude zum Beispiel relativ weit weg ist, das Ganze über GSM-Modul zu verbinden mit dem Internet, was natürlich auch möglich ist mit den meisten Ladesäulen. Und dann über GSM-Modul direkt ins Internet mit dem Backend zu arbeiten und dann auch hier wieder die Abrechnungsdienste benutzen zu können. Okay. Dann schauen wir uns mal die, ich sag mal, weichen Faktoren an. Ich habe eben schon das Beispiel gebracht mit Beleuchtung auf einem Parkplatz. Das ist fundamental wichtig. Und da haben wir uns ja eigentlich was ganz Gutes überlegt. Ja. Wer unsere Ladesäulen schon mal gesehen hat, man sieht sie hier ganz klein, Red Dot Gewinner 2023, die Kombination aus Beleuchtung und Ladesäule. Im Normalfall oder bisher ist ja sowas so gebaut worden, ich habe einen öffentlichen Parkplatz oder auch einen privaten Parkplatz oder halböffentlichen Parkplatz. Das heißt, ich habe einmal die Beleuchtung und habe dann nochmal zusätzlich Wallboxen montiert. Ist aber eigentlich gar nicht notwendig. Das heißt, ich kann ja die Beleuchtung oder die Wallboxen oder die Ladetechnik, nennen wir es mal eher so, in die Beleuchtung integrieren. Das heißt, ich habe A, weniger Geräte, die ich installieren muss. Ich brauche weniger Fundamente bereitstellen. Das Ganze sieht natürlich dann auch optisch wesentlich ansprechender aus. Ich kann alles in einer Designsprache halten. Das heißt, ich habe jetzt ich habe meine Masten und meine Poller dazwischen vielleicht. Ich muss nicht jeden Parkplatz eine Ladeleuchte bauen, sondern vielleicht dazwischen welche ohne Licht, dann wieder eine mit Licht, kann das aber in derselben Designsprache halten. Das heißt, ich habe den gleichen Querschnitt vom Material, die gleiche Beschichtung. Das sieht alles wie aus einem Guss aus. Und habe trotzdem eine professionelle Parkplatzbeleuchtung, die nach DIN-Norm dann umgesetzt ist. Das heißt, das spart dann auch wieder Kosten natürlich. Das heißt, ich brauche nicht zusätzlich noch Stelen anbringen, um da meine Wallbox zu montieren,
sondern es ist alles integriert und spare mir hier auch wieder. Genau, deswegen kann man so sagen, ein integriertes Beleuchtungskonzept für eine Ladelösung ist natürlich kein Muss, aber mit RZB, also die Beleuchtung für den Parkplatz selber ist natürlich ein Muss. Und mit den RZB Energy Lösungen haben Sie quasi beide Muss-Anforderungen in einer Lösung und das auch noch unter ästhetischen Aspekten gestaltet. Okay, lass uns das einmal noch ganz kurz zusammenfassen. Was muss denn jetzt die Ladelösung in der Nutshell quasi mitbringen für den Außenbereich? Also ganz wichtig, langlebige Materialien, die verschiedene Witterungsbedingungen genügen. Hier ist eben gesagt, also Salzbeständigkeit, Wasserbeständigkeit, auch Steinschlag, Schlag vor Hagel, das muss das alles aushalten können. Dann fest verbaute Komponenten natürlich, das heißt, man sollte nicht manipulieren können an so einer Ladesäule, das heißt Schutz vor Diebstahl, vor Vandalismus. Dann auch wieder Temperatur ist natürlich auch im Außenbereich ein Thema, fast noch mehr als im Innenbereich. Das heißt, ich habe unter Umständen sehr, sehr hohe Außentemperaturen in so einer Säule drin und auch niedrige Temperaturen. Auch das muss der Ladekontroller abkönnen, das muss die Elektronik abkönnen in der Ladesäule. Ich brauche auch wieder eine hohe Schutzart, mindestens IP54, um vor Feuchtigkeit aus allen Richtungen geschützt zu sein und eine Internetverbindung in dem Fall. In erster Linie wahrscheinlich eher über SIM-Karte, dass ich nicht ins Gebäudenetzwerk muss, wobei man natürlich, wenn die Möglichkeit besteht, auch genauso über LAN-Kabel dann ins Gebäude oder ins Netzwerk gehen kann. Genau. Und um die Sache abzurunden, dann eben zwei-in-eins-Lösung mit unserem Beleuchtungskonzept. Ja. Noch einmal ganz kurz zurück zur Schutzart. Da ist es ja, glaube ich, so, dass der schwächste Faktor im System quasi die Steckdose ist. Ne? Die ist auch herstellerseitig einfach nicht höher als IP54 auf dem Markt gibt. Genau. Die Steckdosen haben IP54. Der Container, die Elektronik innen hätte sogar eine höhere Schutzart, wird dann aber durch den Faktor der kleinsten Schutzart, nämlich die Steckdose, dann auf IP54 gedrückt. Wobei auch hier die Elektronikcontainer sogar mit Gore-Ventilen ausgestattet sind, dass die atmen können, dass sich hier kein Kondenswasser bildet. Also das sind auch die Elektronik ist hier sehr gut geschützt bei unseren Ladelösungen. Okay. Danke, Andreas. Ich finde, das war ein sehr guter Überblick über die Einordnung und dann eben auch die Herleitung von den technischen Eigenschaften. Und jetzt darf ich zum ersten Mal in der Webinarreihe mich quasi zurücklehnen und entspannen und die Zügel aus der Hand geben. Und freue mich sehr, dass der Herr Graser uns jetzt noch was zu den tollen Lösungen aus Naturstein erzählen wird. Herr Graser, Sie müssten die Foliensteuerung schon haben. Sie könnten weiterklicken. Ja, genau. Vielen Dank für die Überleitung. Ja, ich sage jetzt mal, es ist ein bisschen ein spezielles Thema oder auf jeden Fall eine spezielle Idee gewesen, die dahinter steckt. Warum jetzt wir zusammen mit RZB, wir sind beides Bamberger Unternehmen, gemeinsam eine Ladelösung mit Naturstein entwickelt haben. Letztendlich haben wir noch einen dritten Partner dabei, das ist ein Architekturbüro aus Berlin, italienischer Herkunft, warum der Name des Produkts auch Emiliarium ist, wo wir dann später vielleicht kurz darauf eingehen, warum das so ist. Letztendlich ist es so, ich möchte kurz sozusagen die Agenda vorstellen, was ich so mit Ihnen vorhabe. Erstmal würde ich kurz was zu unserer Firma sagen. Dann, warum Ladesäule aus Naturstein? Es gibt verschiedene Produktfamilien, die ich gerne vorstellen möchte. Man kann die Ladesäulen individualisieren. Es gibt hinsichtlich der Technik verschiedene Ausbauvarianten. Und wie funktioniert eigentlich die Montage einer solchen Ladesäule? Abschließend will ich noch ein bisschen kurz was zum Material Naturstein sagen, was natürlich ein sehr nachhaltiges Material ist. In der ganzen Diskussion, die wir natürlich heute über CO2 und Bauen und dem ganzen Umfeld haben. So, zur Firma. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen mit nicht so vielen Mitarbeitern wie RZB. Wir sind um die 130 Mitarbeiter. Wir sind ein Familienunternehmen, welches wir, also mein Bruder und ich, in der zweiten Generation führen. 1965 gegründet wurde. Wir sind
Sozusagen, wir kommen ursprünglich aus der Restaurierung, Denkmalpflege, haben eigene Steinbrüche, bauen dort das Material regional hier in der Region um Bamberg, aber auch woanders in Deutschland ab. In über 20 Steinbrüchen, das sind Sandsteine und Granite, haben dann hier in Bamberg ein relativ großes Werk, wo wir die Steine entsprechend verarbeiten, bearbeiten. Das machen wir zum Teil auch mit Robotern. Also keiner denkt sozusagen, was Naturstein oder keiner kommt jetzt, wenn er an Naturstein denkt, erstmal auch auf solche maschinelle Ausstattungen. Das heißt, wir setzen diese Technik natürlich auch bei der Herstellung der Ladesäulen ein. Wir haben im Prinzip, bilden wir das komplette Spektrum ab. Man sieht es in dem ersten Bild. Wir bauen die Steine in einem Steinbruch ab. Das ist jetzt zum Beispiel auch der Steinbruch von dem Ebrechtsteingranit. Man kann sich vorstellen, wie groß die Blöcke sind, die dann da über 100 Tonnen liegen und dann klein geteilt werden, bevor sie ins Werk kommen, dort klein geschnitten werden, in Scheiben. Und unsere Firma im Prinzip, wie gesagt, wir kommen aus dem Bau mit Naturstein. Wir machen im Prinzip das nicht nur den Steinbruch und das Werk, sondern auch die komplette Baustellenabwicklung mit eigener Planungsabteilung, mit einem Beratungs- und Bemusterungsservice und helfen sozusagen den Bauherren und Planern und Architekten in der Regel in Deutschland so zu Fassaden aus Naturstein, die man jetzt hier zum Beispiel sieht, alles Mögliche an Steinen für Außengestaltungen und Freiflächenanlagen. Da kommen wir jetzt natürlich auch schon wieder gedanklich in den Bereich der Ladesäulen, weil natürlich ist es klar, oder warum sind wir überhaupt auf die Idee gekommen, Naturstein ist im öffentlichen Raum, in der Straße, im Einsatz und warum nicht mit einem Material weiterbauen, was es so schon gibt. Ich habe gesprochen, wir machen sehr viel in der Restaurierung, das ist unser Ursprung. Wir rekonstruieren auch Gebäude, das heißt, sei es jetzt hier das Museum Barberini in Potsdam oder in Berlin das Schloss, überall da haben wir auch unsere Hand angelegt. Und natürlich gehört zu Naturstein auch Innenarbeiten. Und wer sich damit auseinandersetzen will, was wir so tun, der kann das im Internet machen. Ich habe hier ein paar Bilder, aber da klicke ich schnell drüber weg, weil darum soll es jetzt heute nicht gehen. Jetzt so viel zu unserem Unternehmen, zu unserer Herkunft. Warum heißt jetzt das Produkt Emiliarium? Miliarium sind die Meilensteine der Römer gewesen. Und es ist ein Produkt damals gewesen mit einer Aufgabe, nämlich mit der Aufgabe, die Entfernung nach Rom anzuzeigen. Und wir sind heute, 2000 Jahre später, immer noch in der Lage, uns die Meilensteine, die es überall über das ehemalige Römische Reich gibt, anzuschauen. Und es ist nie ein Abfall geworden oder ein Wegwerfprodukt gewesen, sondern es ist Naturstein, der einfach seinen Zweck erfüllt hat, irgendwo an der Straße. Und deswegen heißt das Produkt letztendlich Emiliarium. Und warum sind wir dann hergegangen und haben im Prinzip gesagt, wir wollen eine Ladesäule aus Naturstein? Letztendlich, weil wir uns überlegt haben, als Unternehmen, das im Natursteinbereich, in der Architektur, in den Städten unterwegs ist, wie soll sich unsere Stadt verändern, wenn die Herausforderung oder die Aufgabe, die uns die Politik vorgibt, letztendlich ist, 1 Million Ladepunkte bis 2030 nur in Deutschland zu realisieren. Und letztendlich haben wir uns überlegt, die Lösungen, die da auf dem Markt sind, werden unsere Stadtbilder so extrem verändern, dass wir auch gar nicht wissen, ob das letztendlich in gewissen Bereichen möglich ist oder möglich sein wird. Also insbesondere durch die Kontakte, die wir jetzt, seitdem wir am Markt sind, zusammen mit der AZB haben, wissen wir, dass es in denkmalgepflegten Bereichen, in denkmalgeschützten Bereichen natürlich sehr schwierig ist, überhaupt mit den standardisierten, üblichen Ladelösungen überhaupt durchzukommen. Und letztendlich haben wir uns überlegt, okay, wir bauen doch einfach mit dem Material weiter, was auf der Straße an dem Ort sowieso vorhanden ist. Nämlich zum Beispiel, da ist der Bordstein, da ist die Pflasterrinne. Es gibt je nach Stadt Granitpflaster oder eben auch nicht oder Asphalt. Aber es ist immer
an der Stelle eigentlich gerade im Einsatz, am Bordstein zumindest. Und wir bauen einfach mit den Materialien weiter, die in den Städten vorhanden sind. Und so fügt sich eben die Ladesäule eigentlich in das Stadtbild ein, als ob sie schon immer letztendlich da gewesen ist und ist nicht so ein Eyecatcher, der dann am Schluss das Stadtbild dominiert wie Litfaßsäulen oder Werbung. Das ist der Hintergrund. Wir haben dann gemeinsam zusammen mit der Simone Boldrin verschiedene Familien entwickelt, auf die ich dann, also vom Design her, auf die ich dann letztendlich eingehen möchte. Man sieht jetzt hier, es gibt praktisch Lösungen, die haben nur eine Steckdose sozusagen, und es gibt Lösungen, die haben ein Display integriert. Je nach Anforderung ist im Prinzip alles möglich, wobei wir im öffentlichen Raum im Prinzip einmal dieses Thema mit dem Display brauchen, nicht an jedem Ladepunkt, aber in einer Straße, sodass man praktisch eigentlich rechtskonform sozusagen abrechnen kann mit dem Kunden. Und im Prinzip die ganzen Formen, die so entstanden sind, die sind natürlich so, wie man heute denkt. Man versucht, Material zu sparen, also die Familie 1, die gibt es sozusagen als Positiv- oder als Negativform. Und man sieht es rechts in der kleinen Skizze. Es ist so gemacht, dass möglichst wenig Verschnitt entsteht, möglichst wenig Abfall entsteht und man den Rohstoff, den man zur Verfügung gestellt bekommt von der Natur, möglichst gut ausnutzt. Genauso ist es bei der Familie 2. Man kann dann immer praktisch zwei Steine sozusagen ineinander verschieben und hat keinen Verschnitt, der da entsteht, wenn man den Stein produziert, um eben möglichst viel, möglichst wenig Verschnitt zu haben. Bei der Familie 3 ergibt sich das oder erübrigt sich das, weil natürlich logischerweise als Quader relativ leicht sich nebeneinander verschachteln und eben entsprechend so ist. Dann hat man natürlich die Möglichkeit, all die Formen, die es gibt, zu individualisieren. Also zu individualisieren, sei es hinsichtlich Corporate Identity, sei es für Kommunen oder Städte, für Stadtbezirke. Man kann im Prinzip Ortsangaben, Entfernungsangaben machen. Man hat letztendlich die Möglichkeit, jeder einzelnen Steinsäule eine individuelle Nummer zu geben. Alles, was gewünscht ist und was sinnvoll ist an dem jeweiligen Einsatzort, ist in dem Fall entsprechend denkbar. Das Innenleben der Säulen ist im Prinzip wie das Innenleben der Säulen von RZB, also der Standardsäulen von RZB oder der Säulen, wo die Leuchten integriert sind. Das heißt, der Container, von dem der Herr Mattis gesprochen hat, ist im Prinzip der gleiche, die Steckdose ist die gleiche. Wir haben nur eine andere Hülle. Also die Hülle, die wir außenrum haben, ist eben in dem Fall kein Aluminium, sondern Granit. Und in dem Granit ist sozusagen ein kleiner Schaltschrank, ein kleiner Schaltkasten eingebaut, der dann auch durch zwei Schrauben von der Granitabdeckung letztendlich abgedeckt ist. Das sieht man hier. Und darunter ist dann der Schaltkasten. Und so ist es auch leicht zu warten und reversibel und zu ergänzen. Und wir haben jetzt in dem Bereich, ähnlich wie die Lösungen, die praktisch standardmäßig im Katalog sind, es gibt drei Ausführungen, nämlich Basic, Smart und Public. Wobei man dazu sagen muss, dass im Prinzip im öffentlichen Bereich Public letztendlich eingesetzt werden muss oder soll, weil das die in Zukunft eichrechtskonforme Lösung ist. Smart ist die Lösung, die im halböffentlichen Bereich einsetzbar ist, also bei Firmen oder Ähnlichem. Und Basic ist das, was dann eben im Privatbereich ist. Man sieht letztendlich, gibt es unterschiedliche Hardware- und Softwareausstattung dann in dem Fall. Man muss dazu sagen, dass man jedes beliebige Backend im Prinzip über die OCPP-Schnittstelle anschließen kann, aber im Prinzip standardmäßig Monta vorinstalliert ist, wenn nicht was anderes vereinbart wird.
Zur Montage haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht. Es gibt im Prinzip zwei Lösungen. Es gibt einmal die Lösung mit einem Fertigteilfundament. Also das heißt, man will an einer Stelle so eine Ladesäule in den öffentlichen Raum stellen. Dann gibt es im Prinzip Fertigteilfundamente, die eine Bohrung haben oder ein Leerrohr haben, durch die man dann das Kabel ziehen kann oder das Leerrohr ziehen kann. Auf dieses Fertigteilfundament, das liegt da davor, da ist da drauf montiert, wird dann ein sogenannter Fundamentanker geschraubt. Also in dem Fundament sind Gewinde sozusagen, der wird da drauf geschraubt, der wird mitgeliefert. Man zieht dann letztendlich sein Kabel oder die Leerverrohrung entsprechend durch und setzt die Granitsäule, so wie wir es jetzt hier sehen, mit dem integrierten Elektromodul mit einem Kran von einem LKW zum Beispiel auf in den Fundamentanker. Man fädelt dabei letztendlich das Kabel durch, sodass dann letztendlich die Säule montiert ist. Man muss sich vorstellen, dass der Fundamentanker, das Stahlteil, das da oben drauf montiert ist, gedacht ist, dass es oberflächenbündig sozusagen montiert ist. Das heißt, dass man oben wirklich nichts mehr sieht, sondern dass man mit dem Pflaster oder mit dem Belag, den es auch immer gibt, gegen diesen Fundamentanker dagegen arbeiten kann. Letztendlich ist es jetzt so, dass dann die, ich nenne es jetzt mal, Tiefbauarbeiten abgeschlossen sind und dann die Elektrofachfirma kommen kann, den Schaltschrank oder den Elektrobaukasten öffnen kann und entsprechend die Anschluss- und Konfigurations- und Inbetriebnahmearbeiten vornimmt, bevor dann am Schluss letztendlich der Revisionsdeckel aus Naturstein entsprechend darüber verschraubt wird. Als zweite Alternative gibt es, man sieht es jetzt hier im Bild, einen Fundamentanker. Der Fundamentanker ist das gleiche Teil, was oben auf dem Fertigteilfundament drauf ist, nur dass er nicht bereits im Beton vergossen ist oder die Bewährung nicht mit dem Beton vergossen ist, sondern man bekommt diese Bewährungseisen entsprechend mitgeliefert und hat dann die Möglichkeit, wenn man Straßen neu konzipiert und baut, diesen Fundamentanker praktisch gleich mit einzubauen, mit einzubetonieren mit diesen Bewährungsstellen und eben die entsprechende Leerverrohrung mit vorzunehmen. Und dann, wenn dann letztendlich die Straßenbauarbeiten abgeschlossen sind, dann geht man her, setzt nur noch die Granitsäule darüber, fädelt das Kabel durch und die Prozesse sind genau die gleichen, wie wir sie vorher gesehen haben. Und in den nächsten Bildern sieht man dann letztendlich, dass sich halt in historischen Umfeldern diese Ladelösungen dann hervorragend integrieren. Letztendlich, Sie sehen hier, das ist so eine Lösung mit Display und hier hinten ist ein kleiner Poller ohne Display. Und wir haben an mehreren Standorten entsprechend Beispiele, wo man sieht, dass es eigentlich das Stadtbild so möglichst wenig beeinträchtigt und zu einer guten Gesamtlösung führt. So viel zu dem Thema. Jetzt, wenn Sie das Thema Naturstein noch interessiert, dann ist es auch was vielleicht in dem Aspekt ein bisschen betrachtet werden muss. Was ist eigentlich Naturstein? Naturstein ist die ganze Erdkruste, auf der wir uns bewegen. Sozusagen überall, wo Sie sitzen, vor Ihren Bildschirmen, ist 30 Kilometer dick Naturstein, bevor irgendwo das flüssige Magma kommt. Und der ist mal an der Oberfläche sichtbar, wie in den Alpen, und mal ist er unter einer Deckschicht letztendlich vorhanden. Und man muss wissen, dass Naturstein keine endliche Ressource ist, weil Naturstein immer wieder neu entsteht. Also letztendlich erodieren die Alpen, der Stein wird transportiert und es entsteht woanders wieder neuer Stein. Und wir haben uns jetzt für diese Ladesäulen letztendlich dazu entschieden, zwei Granite zu verwenden, die hier ganz nahe in der Nähe von Bamberg, also im Fichtelgebirge, abgebaut werden, in unseren Steinbrüchen, da die eben maximal resistent sind
hinsichtlich all den Aggressorien, die wir in dem Umfeld haben. Also sprich, da spielt Salz keine Rolle. Ich meine, wenn da jemand mit einem Edding draufmalen will, dann soll er mit einem Edding draufmalen. Dann ist es jetzt nicht so, dass man den Stein vorher beschichten muss. Man kann dann im Prinzip, der Stein ist ja massiv und kompakt, man kann den dann einfach, die Oberfläche der Ladesäulen ist gestrahlt. Das heißt, man reinigt das einfach ab, man überstrahlt es und man hat die Säule wieder sauber. Und also von daher ist man da, also ist man da maximal den Umwelteinflüssen oder den externen Einflüssen gegenüber resistent. Und natürlich ist die Ladesäule auch so stabil, das sieht man vielleicht auf den Fotos vorher, wenn ich nochmal kurz zurückgehe. Wir haben jetzt da nicht diese rot-weißen Bügel oder Boller im Einsatz, weil letztendlich dieser Granitquerschnitt mit 20 mal 20 Zentimeter stabil genug ist und eher zu einer Beschädigung am Auto führt, wie das da das anders ist. Der Granit, der wird, wie gesagt, wie Sie sehen, letztendlich wird er abgebaut im Steinbruch, also er liegt massiv in der Natur vorhanden, unter der Erde, in dem Fall im Fichtelgebirge. Er wird mit großen Maschinen abgebaut. So ein Rohblock, wie man ihn da links sieht, der hat dann eben um die 100 Tonnen. Der wird dann zerteilt. Es wird sich da, was rot angesprüht ist, an natürlichen Klüften und Rissen orientiert und wird im Steinbruch schon zugeschnitten und selektiert und kommt dann in Form von so großen Rohblöcken ins Werk. Und wird dann eben hier im Werk letztendlich mit modernster Technik zugesägt und mit den Robotern hier, sieht man so eine Ladesäule, wird eben die Aussparung gefräst, in der dann das Elektrobauteil letztendlich eingesetzt wird. Es werden die Öffnungen vorgefräst, wo dann die Steckdosen sind. Und letztendlich wird dann am Schluss die Ladesäule sozusagen bei uns vormontiert und geht dann vormontiert sozusagen auf die Baustelle. Und wenn man sich jetzt den Prozess überlegt, der da ist, dann ist es ein Prozess, der minimal, also der von dem, was man an Aufwand in so ein Produkt reinsteckt, relativ gering ist, weil man keinen künstlichen Werkstoff herstellen muss, sondern weil man einen natürlichen Werkstoff hat und nutzt, ähnlich wie Holz, das man nur klein schneidet und dadurch natürlich einen relativ kleinen CO2-Fußabdruck hat. Genauso ist es hier, wenn ich Naturstein verwende, der einfach schon vorhanden in der Natur ist und wir ihn nur ins Werk holen müssen und ihn klein machen müssen und bearbeiten müssen und keine künstlichen Materialien herstellen müssen. Und so ist es so, wenn man sich jetzt, das ist jetzt ein Vergleich von Baumaterialien, wenn man sich jetzt den CO2-Fußabdruck von verschiedenen Werkstoffen anschaut, dann sieht man, dass man damit natürlich auch einen sehr großen Einfluss hat auf den Fußabdruck von Ladesäulen. So viel meinerseits. Ich hoffe, es war für alle interessant. Ich stehe natürlich sehr gerne im Anschluss für Fragen zur Verfügung. Und ich glaube, bei dem Punkt sind wir jetzt auch schon, wo ich an Sarah Karl übergebe, die jetzt wieder die Moderation gerne übernehmen darf. Genau. Erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir uns da einmal mitgenommen haben in die Welt der Steine, wenn ich das so sagen darf. War sehr, sehr spannend. Und um das einmal, wenn ich zusammenfassen darf oder beziehungsweise wenn ich es einmal in diese grobe Gliederung einordnen darf, die wir ja zu Anfang der Präsentation hatten, dann sind die Ladesäulen aus Naturstein natürlich perfekt für den Outdoor-Bereich gemacht. Und die ganzen Anforderungen, die wir vorhin aufgezeigt haben, wie zum Beispiel die Robustheit gegenüber Witterungsbedingungen, sind durch das Material perfekt abgedeckt und eben auch Faktoren wie Temperaturregulation vom Ladecontroller ist natürlich ebenso gegeben, wie Sie gesagt haben, die Container sind quasi die gleichen wie in den SSD-Energieladelösungen. Genau. Okay, dann schauen wir einmal in den Chat, da sehe ich derzeit noch keine Fragen, aber vielleicht kommt da ja eine Frage. Das heißt, dann stelle ich einfach ganz recht eine Frage. Einmal,
An Sie, Herr Graser, und zwar haben Sie ja anfangs gesagt, dass Sie mit ganz verschiedenen Steinarten, also generell bei sich im Werk arbeiten. Ich bin so in der Welt der Steine noch nicht so zu Hause, aber vielleicht können wir nochmal klarstellen, warum die Ladesäulen jetzt aus Granit sind und nicht zum Beispiel aus Sandstein, wie Sie das am Anfang auch gesagt hatten. Letztendlich aus dem Hintergrund, wie ich es kurz zwischendurch erwähnt habe, dass eben der Granit einer der resistentesten Werkstoffe ist, sage ich jetzt mal, natürlichen Werkstoffe ist, die wir haben. Also vor 100 Jahren wurden aus Granit auch unter anderem Säurebecken und Säuretröge hergestellt, wo man die noch nicht industriell mit künstlichen Materialien herstellen konnte. Und aus dem Grund bietet sich das Material an. Sandsteine oder Kalksteine oder Marmor oder es gibt ganz viele verschiedene Gesteine, die haben da halt vielleicht in dem ein oder anderen Anwendungsfall ein bisschen Schwachstellen, weil sie mit Salz über die Jahrzehnte ein Problem bekommen oder weil sie mit Frost ein Problem haben, wenn sie dauerfeucht sind. Und wir sind ja hier wirklich an der Straße, an der Bordsteinkante im Einsatz, also wo letztendlich auch gesalzen wird, wo eben der Schneeräumdienst fährt und was auch immer. Und aus dem Grund sind wir jetzt standardmäßig davon erstmal ausgegangen, dass wir diese beiden Granite im Sortiment haben. Es gibt natürlich auch Städte und Kommunen, wo es historisch Steine gibt, die durchaus auch geeignet sind. Und das muss man dann im Einzelfall letztendlich besprechen und diskutieren, was an der Stelle vielleicht für die Stadt XY der richtige oder der falsche Stein ist. Aber standardmäßig sind wir jetzt mit den beiden Graniten unterwegs. Okay, aber das ist auch super gut zu wissen, dass man da im Zweifel einfach nochmal nachfragen kann, wenn statt XY da noch eine andere Antwort kommt. Selbstverständlich, ja. Was die Individualisierung angeht, auch gegebenenfalls lässt sich ja die Form oder eine besondere Form noch entwickeln. Also sind wir offen und flexibel. Okay, alles kann und nichts muss. Andreas, der Herr Graser sprach vorhin darüber, dass man, das war jetzt so, das hätte zum Beispiel, wenn man mit dem Edding auf so eine Steinsäule was draufmalt, dass man die dann relativ einfach wieder die Verschmutzung beseitigen kann. Gehen wir mal eher zu den Alltagsverschmutzungen. Auf dem Parkplatz schwitzt irgendwas von dem Kies oder Wasser oder wie auch immer an die Ladesäulen, an die Energy-Ladesäulen und machen da irgendwelche einfachen Verschmutzungen. Kann man das einfach irgendwie ab Waschen, abwischen, wie ist Also da? die Ladesäulen, die wir haben, die sind seewasserfest pulverbeschichtet. Das heißt, sie haben eine Mehrfachbeschichtung, haben auch einen relativ großen Schlagschutz. Das heißt, die sind einfach zu reinigen mit Wasser. Und das Glas natürlich dann auch entsprechend einfach mit Wasser und einem Tuch zu reinigen. Gehen aber auch nicht so leicht kaputt, dass auch wenn jemand einen Stein dagegen wirft, da platzt nicht gleich der Lack ab oder ist gleich ein Riesenbeule drin. Also das halten die dann gut aus, die Ladesäulen. Okay. Und mal vom Worst Case ausgegangen, irgendjemand fährt gegen eine Ladesäule gegen und die ist beschädigt, muss man dann komplett die neue Ladesäule. Also vermutlich trifft es auf den Stein genauso zu, wobei der Stein natürlich nochmal robuster ist und von vornherein einen höheren Schutz bei solchen Unfällen gewährleistet. Aber auf die Säulen mal zurück. Also das ist der Vorteil, die Säulen werden zu 100%, egal ob die jetzt vom Herrn Graser oder vom Natursteinwerk kommen oder hier von RCB, hier in Bamberg gefertigt. Das heißt, jedes Teil ist auch einzeln erhältlich, auch die Komponenten. Das ist keine Einplatinenlösung. Das heißt, wenn irgendwas kaputt ist an der Ladesäule, ob das jetzt innen in der Säule was ist, ob das der Lampenkopf ist, ob das das Rohr ist oder die Halterung, es gibt alles einzeln, man kann alles austauschen. Man muss nicht die ganze Säule erneuern, nur weil eine Komponente defekt ist. Das Was ist ein cool. man kann die Säulen im Prinzip auch nachrüsten. Also ich habe ja die verschiedenen Ausbaustufen gezeigt. Letztendlich lässt sich auch so eine Säule nachrüsten und upgraden, sage ich jetzt mal. Okay. Ja. Sehr gut. Das außerdem, beim Naturstein ist es ja auch so, man könnte, wenn sich die Technik ändert, einfach einen neuen Container reinbauen. Deshalb kann der Naturstein bleiben. Genau. Vorteil ist. Das stimmt. Oder auch bauen dann sollen, geht es genauso. Genau. Super, dann danke schön, dass ihr euch meinen Fragen gestellt habt. Ich sehe immer noch keine Fragen im Chat. Damit
seid ihr beide erlöst. genau, von mir gibt es eigentlich nur noch zu sagen, dass das heute unsere letzte Veranstaltung in der RTB Energy Webinarreihe war. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen, die heute da waren oder auch die vielleicht schon vorher mal da waren. Sie bekommen, also alle, die angemeldet waren für heute, bekommen auf jeden Fall in der nächsten Woche die Aufzeichnung vom Webinar und auch ein kurzes Handout. Und jederzeit können Sie natürlich gerne auf unseren Websites vorbeischauen, bei Emiliarium, beim Natursteinwerk Grasa und bei RZB und RZB Energy. Sie können uns jederzeit gerne kontaktieren. Ich habe Ihnen da einmal Ihre E-Mail-Adressen mit draufgeschrieben. Genau. Damit sind wir quasi am Ende. Ich bedanke mich bei meinen Gastsprechern. Vielen Dank, dass Sie halt gerade dabei waren, dass du dabei warst, Andreas. Sehe ich doch noch was im Chat. Genau, das ist die Frage im Chat. Da hat jemand den Anfang verpasst. Genau, wie ich gerade gesagt habe, Sie bekommen im Laufe der nächsten Woche von uns eine E-Mail mit der Aufzeichnung. Da ist dann wirklich von Anfang bis Ende alles drauf oder auch, wie gesagt, ein eingekürzter Foliensatz. Dann können Sie das gerne nochmal nachschauen. Und falls die Frage jetzt generell auf die Webinarreihe bezogen war, die ersten Webinare sind auch schon auf unserem YouTube-Kanal zu finden. Einfach RZB eingeben, dann finden Sie eine RZB Energy Playlist. Da finden Sie dann, wie gesagt, auch die Webinare, die schon stattgefunden haben vor diesem. Okay, damit, wie gesagt, bedanke ich mich und wünsche allen Teilnehmenden und allen Speakern noch einen angenehmen Feierabend. Bis bald. Das Gleiche. Danke. Okay. Tschüss. Tschüss.